Ja, ich weiß, Pizza macht man normalerweise komplett selber zu Hause, aber hin und wieder fehlt einem auch die Zeit. Selbst mir, man glaubt es kaum. Aber bevor ihr jetzt in den nächsten Supermarkt rennt und euch irgendeine Tiefkühlpizza holt, macht euch diese Pizzatoast. Ich sage euch, die Dinger sind toppen alles. Alles, was ihr an Tiefkühlpizza kennt, die sind so genial und auch so genial einfach vor allen Dingen. Und die Zutaten werdet ihr wahrscheinlich sowieso alle zu Hause haben. Also, kräftig anschnallen. Es wird lecker. Los geht's. Die Zutaten für Pizzatoast sind ja, nicht nur sehr einfach, sie sind auch sehr variabel und das meiste davon dürftet ihr sowieso schon zu Hause haben. Einige Sachen könnt ihr auch austauschen, könnt ihr auch weglassen. Muss man sich wahrscheinlich an den eigenen Geschmack ein wenig herantesten. Wir haben einmal, oder jetzt als Belag wähle ich in dieser Form jetzt einfach mal Salami und einmal Schinken. Geht natürlich auch Thunfisch und Zwiebel und was weiß ich, Peperoni, Champignons, whatever ihr auch ewig auf eurer Pizza haben mögt. Also das ist völlig wurscht. Dann brauchen wir, wie der Name ja schon sagt, Toast, denn es soll ja ein Pizza-Toast werden. Dann haben wir einmal Sahne, einmal Frischkäse. Frischkäse könnt ihr auch austauschen. Ihr könnt Sauerrahm nehmen, ihr könnt Schmand nehmen, ihr könnt Crème fraîche nehmen. Einfach mal ein wenig rumexperimentieren. Das ganze Rezept komplett in der Videobeschreibung zum Download und zum Ausdrucken, was sehen die alle. Dann brauchen wir Käse zum Raspeln. Ich habe jetzt hier einmal ganz klassisch Oregano noch damit zugepackt. Salz und Pfeffer zum Würzen und gleich, damit wir auch diesen, ne, italienischen Pizza-Flair bekommen, noch etwas Tomatenmark. Aber ich würde sagen, wir rühren das erste erstmal zusammen. Als erstes nehme ich mir eine Schüssel, dann ja. Kommt da die Sahne rein, dann der Frischkäse, dazu gebe ich jetzt einmal Salz, Pfeffer. Einmal Oregano, alternativ Pizzagewürz. Tut's auch. So, das rühren wir schon einmal grob um, damit sich erstmal der Schmelzkäse so ein bisschen auflockert. Dann kann diese Schüssel erstmal an die Seite. Dann kümmere ich mich mal eben hier um den Käse. Ganze Schüssel her. Das kann alles schön ineinander vermixt werden, halb so wild. Ist auch viel einfacher, als wenn man das alles einzeln belegen würde. Wäre dann unsere Masse, die auf das Toast kommt, schon fertig. So einfach ist es. Kommen wir nun zum Toast. Beim Toast auch ganz easy. Tomatenmark. Ach, ganz dünn. Nur drauf. Wenn jetzt der eine oder andere fragt, warum ich da jetzt keine Tomaten drauf mache oder Tomatenpüree, einfach aus dem Grunde.
weil sonst das Toast zu schnell durchsappen würde und das wollte ich nicht. Und deswegen ist Tomatenmark ein bisschen besser geeignet. Dann habe ich so diesen, naja, Pizza-Tomaten-Touch, aber habe nicht das Problem, dass das Tomaten, also dass das Toastbrot so durchsaftet, was ich ja nicht will. Ich will ja nur den Geschmack von diesen haben. So, jetzt kann unsere Masse schon auf das Toast drauf. Dann kann das Ganze und die ganzen Scheiben auf ein Backblech. Und dann kann das Ganze schon in den Backofen. Fertig. Ja, optisch sieht das Ganze ja von oben schon mal ganz gut aus, aber ich würde sagen, wir gucken mal unten drunter. Also optisch, von oben kann man ja nicht meckern und von unten, wir gucken, ohne dass ich mich verbrenne und dass alles runterfällt. Ja, auch gut gebräunt und ich würde sagen, wir testen mal. Jede Tiefkühlpizza kann da bei den Dingern komplett einpacken. Boah. Alter Schwede. Mega. Krass. Ich kann euch auf jeden Fall nur eins raten. Macht diese Pizzatoast mal nach. Die toppen alles an Tiefkühlpizzen, was ihr auch, egal welche Deluxe-Variante von Tiefkühlpizza ihr euch kauft, sie können damit nicht mithalten. Und naja, das Ganze sowieso so variabel, wie es eben nur geht. Schaut in die Videobeschreibung, dort ist das Rezept komplett als Download und anpassbar an eure Bedürfnisse und je nachdem, was ihr zu Hause habt. Also macht's mal nach, berichtet, schickt mir ein Bild, kommt auf unseren Discord-Server, können wir zusammen diskutieren. Und ihr kennt das, wir sehen uns im nächsten Video mit irgendwas Leckeren. Sehen wir uns dann schon wieder. Und ich muss jetzt noch arbeiten.